Ahoi! Heute nehme ich euch nochmal mit auf die schöne Grenzmaß, die ich im Mai 2022 schon mal auf 25 Kilometern befahren habe. Das entsprechende Video mit einigen grundlegenden Informationen zur Grenzmaß verlinke ich euch oben. Heute folgt also die Grenzmaß Teil 2. Mit Paddler sind dieses Mal Chris sowie Heiko vom Kanal 4 Hikes and Traveling. Eingestiegen sind wir bei dem niederländischen Dorf Mers, von wo aus wir 31 Kilometer bis zur alten Festungsstadt Stevenswerd zurückgelegt haben. Die ersten paar Kilometer überschneiden sich also mit meiner letzten Tour, allerdings bei einem heute deutlich geringeren Wasserstand, was den Fluss doch erstaunlich anders aussehen lässt. Links auf der Karte der beim letzten Mal, rechts der dieses Mal befahrene Abschnitt. Da wir heute mit Autos unterwegs sind, können wir unsere Einstiegs- und Ausstiegsstellen freier wählen als beim letzten Mal, wo wir auf Busse und Bahnen angewiesen waren. Unübersehbare Schilder fordern uns auf, uns links zu halten. Gut so, weil man in dem auf den nächsten Kilometern sehr weitläufigen Flussbett schnell den Überblick verlieren und dann in einem toten Arm landen kann. Die Strömungsgeschwindigkeit der Grenzmaß wechselt immer wieder zwischen Abschnitten mit fast stehendem Wasser, Strecken mit etwas zügigerer Strömung und kurzen Schwallstrecken der Wildwasserstufe 1. Wir drei sind heute mit recht unterschiedlichen Booten unterwegs. Chris im Itiwit X500, Heiko in seinem Gumotec Swing und ich im Grabner Escape. Für Chris im Itiwit X500 sind die Schwallstrecken vor allem bei dem wenigen Wasser eine größere Herausforderung als für Heiko und mich. Er muss deshalb einige wenige Male treideln, aber alle anderen Schwallstrecken meistert er souverän. Auf einigen Schwallstrecken verengt sich die oberhalb von Maastricht und unterhalb von Roermond so mächtig wirbelnde, intensiv durch die Berufsschifffahrt genutzte Maas bis auf wenige Meter. Hier auf dem Grenzmaß genannten Abschnitt ist der Fluss seit dem frühen 19. Jahrhundert nicht mehr schiffbar und die Fahrt wird auch von keinem Wehr oder Ähnlichem unterbrochen. Bis kurz vor dem Ende unserer Tour gehört der Fluss uns heute ganz alleine, nicht einmal andere Paddelboote sehen wir. Ermöglicht wird dieser naturnahe Abschnitt der Maas durch den 36 Kilometer langen Juliana-Kanal, den ihr ganz zu Anfang des Videos kurz gesehen habt. Dieser ist ein mit etwas Abstand parallel zur Grenzmaß verlaufender Seitenkanal, über den bis Maasbrach der gesamte motorisierte Schiffsverkehr geleitet wird. Kannst du eigentlich so aus dem Sieb? Hatten wir beim letzten Mal mit Gegenwind zu kämpfen, ist es heute die Hitze mit bis zu 37 Grad, die uns zu schaffen macht und immer wieder zur Abkühlung zwingt. Durch die vielen fast vegetationslosen Kies- und Schotterbänke wirkt die Grenzmaß für mitteleuropäische Verhältnisse ohnehin schon etwas exotisch. Dieser besondere Eindruck wird durch die unwirkliche Hitze heute noch weiter verstärkt. We'll be right back.
einzigen größeren Gebäude direkt am Fluss befinden sich im Dorf Berg. Kurz danach verbindet eine Gierseilfähre die beiden Flussufer, an deren langen Kabel etwas Vorsicht geboten ist. Überall steht zum Teil urig aussehendes Großvieh im Fluss, um der brütenden Hitze zu entfliehen. Auch das macht die Atmosphäre auf der Grenzmaß heute ziemlich besonders. Bei Obicht machen wir auf dem belgischen Ufer unter einem schattenspendenden Baum eine verdiente Mittagspause. Unweit des Flussufers befinden sich hier schon die ersten größeren Baggerseen. Weiter flussab werden diese immer mehr und vor allem noch größer. Zusammen mit der Maas bilden die miteinander verbundenen Seen zwischen Maaseik und Roermond dort das große und weit bekannte Wassersportrevier der Maasblasen. Was das für uns Paddler bedeutet, sollten wir später noch eindrucksvoll erfahren. Auf den Abschnitt mit wenig Strömung ist Heiko im Swing doch klar im Nachteil. Deshalb wechseln wir zwischendurch für ein paar Kilometer die Boote. Das Grabner Escape ist auf einem so vielfältigen Fluss wie der Grenzmaß in seinem Element. Souverän in den Schwellen, unkompliziert auf den flachen Passagen und auf den ruhigen Abschnitten schnell genug, um mit Chris im Itivit X500 mithalten zu können. In den letzten Jahren wird an der Grenzmaß aus Gründen des Hochwasserschutzes das Flussbett wieder verbreitert und die Deiche verstärkt. Das sogenannte Grenzmaßprojekt ist das größte sich derzeit im Bau befindliche Flussprojekt in den Niederlanden. Bei der belgischen Kleinstadt Maaseik am linken Ufer überspannt eine Straßenbrücke den Fluss. Es ist die einzige Brücke über die Maas, die wir auf unserer heutigen Tour sehen. Maaseik ist eine gute Möglichkeit zum Ausbooten, weil man sich hier dann erspart, was wir auf den kommenden Kilometern noch erleben mussten. Startet man die Befahrung kurz nach dem Wehr bei Maastricht, sind es bis hierher gut 36 Flusskilometer, von unserem heutigen Startpunkt in Meers 22 Kilometer. Nach Maaseik kommt die Strömung fast völlig zum Erliegen, was die Paddelei vor allem bei den heutigen Temperaturen anstrengend macht. Wenige Kilometer später erreichen wir eine Absperrung über den gesamten Fluss, die wir mit unseren schmalen Booten allerdings auf der rechten Seite durchfahren können. Diese Absperrung verhindert, dass Motorboote, die aus Richtung Maasbracht kommen, hier weiter flussaufwärts fahren können. Was uns hinter der Absperrung erwartet, wirkt wie eine andere Welt. Ein Motorbootwahnsinn, wie ich ihn noch nirgendwo anders erlebt habe. Überall rasen Motorboote kreuz und quer über den Fluss. Wir schauen vom sicheren Ufer aus das wilde Treiben zunächst fassungslos an. Irgendwann steigen wir aber wieder in unsere Boote, um die letzten Kilometer bis Stevens Wert in Angriff zu nehmen. Eingezwängt zwischen den Leinen der Angler am Ufer
und den vorbeirasenden Motorbooten der Flussmitte suchen wir unseren Weg. Eines ist klar, Rücksicht wird hier auf uns nicht genommen und wir sind hier auch nicht besonders erwünscht. Mehr als zähneknirschende Duldung wäre hier eindeutig zu viel verlangt. Unter der Woche und bei nicht ganz so schönem Wetter wäre sicher hier auch weniger los. Ja, das war echt schon ein hartes Finale hier. Leicht erschöpft erreichen wir bei Flusskilometer 62 dann Stevenswert. Und ich bin froh, dass dort Chris Auto steht. Nachdem wir die Boote an der Uferpromenade abgebaut haben, genehmigen wir uns in dem netten kleinen Ort noch ein Abendessen und etwas zu trinken. Es war mal wieder eine erlebnisreiche Tour und bis auf die letzten paar Kilometer auch eine sehr schöne. Bis bald mal wieder auf einem anderen Gewässer. Ciao, euer Turbo.